Liebe Parteifreunde, liebe Parteifreunde, ich bin richtig stolz, dass wir so viele heute Abend sind. Eine schöne Sache, wir sehen, das klappt mit dem Mitgliederparteitag. Es ist wirklich schön, bin richtig stolz auf meine Partei. Danke auch Burkhard Müller-Sönksen für seine Kandidatur. Es ist gut, dass wir hier den Wettbewerb haben, es ist gut, dass wir eine Auswahl haben. Mich heute bei Ihnen um den ersten Platz auf der Landesliste zur Bundestagswahl 2017 und ich tue das, weil es im Deutschen Bundestag an Mut und Optimismus fehlt. Und ich tue das, weil sich im nächsten September entscheidet, ob wir hier in Deutschland unter mehr Ressentiments, Abschottung, Bürokratie und Umverteilung leiden müssen oder ob wir der Freiheit in diesem Land eine neue Chance geben. Und ich tue das auch, weil die nächste Bundestagswahl die wohl wichtigste Wahl der Freien Demokraten seit ihrer Gründung sein wird. Meine Damen und Herren, wir unterscheiden uns von allen anderen Parteien durch unser freiheitliches Lebensgefühl und unser liberales Menschenbild. Wir wissen, dass die Menschen nicht so hinterlistig und so hilfsbedürftig sind, dass man sie unter die Aufsicht des Staates stellen müsste. Wir vertrauen auf die Eigeninitiative und die Verantwortung der Menschen in unserem Land. Und wie wichtig eine politische Kraft ist, die sich auf die Freiheit beruft, das sehen wir bei der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Das sehen wir auch beim Vormarsch der Rechtspopulisten in ganz Europa. Und das sehen wir zuletzt auch bei den besorgniserregenden Entwicklungen in der Türkei, wo Präsident Erdogan die Demokratie untergräbt. Meine Damen und Herren, wir freuen uns ja wirklich über jeden, der Erfolg hat im Leben. Und wir fühlen mit denen, die weniger Glück hatten, denen das Schicksal übel mitgespielt hat und die unsere Unterstützung brauchen. Aber es kann doch nicht das Hauptaugenmerk politischer Debatten sein, dass man darüber nachdenkt, wie man den Reichen etwas wegnehmen kann, um es den Ärmeren zu geben. Es kann doch nicht das Hauptaugenmerk politischer Parteien sein, diese große Umverteilungsmaschine anzuschmeißen. Und dazwischen gestaltet ein teurer und bürokratischer Staatsapparat, der dann über die Verteilung der Gelder entscheidet. Nein, es muss doch unser Augenmerk sein, darauf zu achten, dass wir die Menschen in die Lage versetzen, auf eigenen Beinen zu stehen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Und dieses Ziel, das muss Politik haben und das haben wir Freie Demokraten mit unserer Politik für die Mitte der Gesellschaft, meine Damen und Herren. Und deshalb wollen wir auch, dass angesichts von Rekordsteuereinnahmen, von niedrigen Zinsen und Haushaltsüberschüssen, dass da endlich nicht nur über eine Entlastung der Bürger gesprochen wird, sondern dass sie endlich auch kommt. Wir alle wissen, dass Steuern wichtig sind, dass der Staat sehr, sehr wichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Übrigens gehört dazu nicht eine milliardenteure Rentenreform, wie es die Große Koalition jetzt gerade gemacht hat, die ja nichts anderes ist als eine Rolle rückwärts. Kein Verständnis dafür, dass der Staat über die kalte Progression und den Soli so maßlos auf die Einkommen der Bürger zugreift. Das kann nicht sein, der Soli muss weg, die kalte Progression muss deutlich abgemildert werden. Die anderen Parteien, die wollen ja am liebsten das Geld der Bürger nehmen, um dann selbst zu entscheiden, was sie damit machen. Wir wollen den Bürgern lieber ein bisschen mehr von ihrem Geld lassen, damit sie tatsächlich auch ihre eigenen Pläne verfolgen können. Das muss das Ziel sein. Was gar nicht geht, das ist, dass die großen Konzerne, die Googles, die Apples, die Starbucks und die Ikeas dieser Welt, dass die hier in Deutschland unsere Infrastruktur nutzen, dass die auch hier ihre Gewinne erzielen, dass sie hier aber kaum oder vielleicht sogar gar keine Steuern zahlen. Solange Wolfgang Schäuble es nicht schafft, zusammen mit seinen europäischen Kollegen diese Lücke zu schließen, solange er es nicht schafft, dass diese Unternehmen auch ihren Anteil an der staatlichen Finanzierung der Aufgaben leisten, so lange verbietet er sich schlicht und einfach über weitere Belastungen der Bürger auch nur nachzudenken. Applaus
Parteien, aber genau das haben die Grünen gemacht. Die hatten in der letzten Woche in Münster ihren Parteitag und die haben da Steuererhöhungen beschlossen. Jetzt wissen wir wenigstens, woran wir sind. Diese Grünen gehen den Weg nach links. Ihre Vorzeigemänner, Herr Kretschmann, Herr Özdemir, die haben der Partei ja fast so etwas wie einen bürgerlichen Anstrich gegeben. Die konnten sich da nicht gegen ihre innerparteilichen Gegner durchsetzen. Und auch Frau Heidung und Frau Fehbank hier aus Hamburg, die hatten in Münster gar nichts zu sagen. Die Aussicht auf eine rot-rot-grüne Koalition, möglicherweise im Bund, das kann man jetzt sagen, die ist wirklich erschreckend. Wir sind ja auch die Partei der Bürgerrechte. Und da haben wir gesehen, wie unter Berufung auf die Terroranschläge der letzten Monate immer wieder der Ruf nach schärferen Gesetzen laut wurde, nach Gesetzen, die ganz tief in unsere Bürgerrechte eingreifen. Aber man muss ganz klar sagen, wir können unsere Freiheit nicht sichern, indem wir sie einschränken. Dann hätten nämlich die Angreifer, diejenigen, die uns hier in Europa angreifen, dann hätten die doch schon gewonnen, dann hätten sie doch schon das erreicht, was sie wollen, nämlich unsere liberale Lebensweise einzuschränken und sie zu zerstören. Und das können und dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Haben die Freien Demokraten auch Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht gegen die von der Großen Koalition beschlossene anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Ich selbst bin eine der Beschwerdeführerinnen. Und das Gleiche werden wir auch mit dem BND-Gesetz machen. Der BND darf nach dem neuen Gesetz fast alles tun, und zwar ohne, dass es eine klare parlamentarische Kontrolle gibt. Es ist vollkommen unbestritten, wir brauchen Nachrichtendienste. Gar keine Frage. Aber die müssen eben auch in die Verfassung gebunden sein und die müssen einer parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Sicherheit und Freiheit müssen da wirklich im ausgewogenen Verhältnis sein und das ist hier nicht gewährleistet und das lassen wir nicht zu, das wollen wir nicht. Das ist unfassbar warm hier oben. Da unten wahrscheinlich auch. Zur Flüchtlingspolitik. Die Debatte um die richtige Flüchtlingspolitik, die wird ja, wenn man sich die Medien mal so anguckt, wirklich von zwei Polen dominiert. Da sind ja auf der einen Seite diejenigen, die meinen, Deutschland brauche eine grenzenlose Zuwanderung, die aber keine Antworten auf die Herausforderungen der Integration haben. Und da sind auf der anderen Seite diejenigen, die sich am liebsten abschotten wollen, die am liebsten eine Mauer um Deutschland rumbauen wollen. Ich halte beides für falsch. Ja, wir haben in Deutschland eine Pflicht, eine humanitäre Pflicht, den Menschen zu helfen, die vor Krieg und Terror zu uns fliehen. Und ja, angesichts des demografischen Wandels brauchen wir auch gezielte und qualifizierte Zuwanderung. Aber das Ganze muss geordnet und nach klaren Kriterien ablaufen. Wir müssen wissen, wer zu uns kommt. Wir müssen auch wissen, was sind die Motive der Menschen, die zu uns kommen. Was wollen die von uns und was wollen die bei uns? Und deshalb brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, das nach klaren Kriterien unterscheidet zwischen denjenigen, die hier bei uns Schutz suchen, die auf Zeit auch hier bleiben dürfen, denen wir hier Schutz geben, die dann unser Land aber auch wirklich wieder verlassen, wenn sich die Situation im Heimatland wieder verbessert hat. Und zwischen denjenigen, die wir einladen zu uns auf den Arbeitsmarkt, die wir ganz, ganz dringend brauchen, und zwar nach klaren, von uns selbst definierten Kriterien. Das Alter, die Ausbildung, Sprache, das sind solche Kriterien, die ich mir da vorstellen kann. Als säkularer Staat ist es uns natürlich völlig egal, ob diese Menschen eine Religion haben und welche Religion sie haben, aber wir verlangen von jedem, der zu uns kommt, dass er oder sie unsere Grundwerte lebt. Freiheit, Menschenrechte, Pressefreiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, das sind wirklich unverzichtbare, zentrale Werte, die für jeden gelten, auf die es keinen Rabatt geben kann, für niemanden, meine Damen und Herren. Kinderehen, Zwangsheirat, eine Paralleljustiz nach den Regeln der Scharia, aber auch schon die Weigerung muslimischer Familien, ihre Töchter am Sportunterricht oder an der Klassenfahrt teilnehmen zu lassen, das ist für uns nicht akzeptabel und das werden wir nicht zulassen. Dem Laissez-faire von SPD und Grünen in diesen Punkten stellen wir uns ganz klar entgegen, meine Damen und Herren.
Und diese Klarheit, was die Verteidigung unserer Werte angeht, die wünsche ich mir ehrlich gesagt auch von der Bundeskanzlerin. Wir haben es alle gesehen, in der letzten Woche hat sie Donald Trump zur Wahl zum US-Präsidenten gratuliert. Sie hat nochmal an die zentralen Werte erinnert, die ja unsere beiden Länder verbinden. Demokratie, Freiheit, die Achtung vor der Würde des Menschen, alles vollkommen richtig, kann ich nur unterschreiben. Aber warum ist die Kanzlerin denn so zögerlich, wenn es um die Verteidigung genau dieser Werte geht, wenn es dabei nicht um Herrn Trump, sondern um Herrn Erdogan geht? Ein Land, das wie die Türkei. Ein Land, das wie die Türkei Freiheit und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit mit Füßen tritt, in dem oppositionelle Abgeordnete verhaftet werden. Ein Land, das sogar ganz laut über die Wiedereinführung der Todesstrafe nachdenkt. Das, so ein Land darf nicht Mitglied der EU werden. Deshalb gehören die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sofort gestoppt, meine Damen und Herren. Ja, das Kennzeichen unserer Sozialpolitik ist es, dass wir Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die temporär unseren Schutz brauchen, dass wir ihnen helfen, dass wir sie motivieren, dass wir sie bilden, damit sie möglichst schnell wieder auf eigenen Beinen stehen können. Damit sie nämlich das tun können, was ja die meisten von uns wollen, ein selbstbestimmtes Leben in eigener Verantwortung führen. Doch leider ist es immer noch so, dass die Politik den Menschen oftmals vermittelt und suggeriert, dass es eine Alternative zu diesem Leben geben kann. Ein Leben, wo sie der Staat wie unmündige Kinder an die Hand nimmt und sie durchs Leben führt. Für mich, meine Damen und Herren, zeigt sich darin ein Menschenbild, was ich zutiefst ablehne. Nicht das Aufblähen des Sozialstaats, sondern gute Schulen und Hochschulen. Das ist die beste Sozialpolitik für unser Land. Beste Bildung, das ist es das, was den Menschen die Chancen gibt auf ein eigenes, selbstbestimmtes Leben. Und wir Freie Demokraten wissen dabei auch, dass die Menschen ganz unterschiedlich sind, dass sie gar nicht alle das Gleiche lernen können, dass sie auch nicht alle den gleichen Erfolg haben können. Aber jeder muss am Anfang vergleichbare Chancen haben. Doch davon sind wir leider in Deutschland weit entfernt. Hier bestimmt immer noch die Herkunft aus dem Elternhaus den späteren Bildungserfolg. Es muss aber egal sein, ob ein Kind aus einem Elternhaus mit Migrationshintergrund kommt oder ob es das nicht tut, ob die Eltern Arbeit haben oder keine, ob die Eltern gebildet sind oder nicht. Wenn man das einfach achselzuckend hinnimmt, dann ist das einfach wirklich beschämend für ein Land wie Deutschland. Und es muss auch egal sein, in welchem Bundesland ein Kind zur Schule geht. Und deshalb gehört das sogenannte Kooperationsverbot abgeschafft, das dem Bund und den Ländern die gemeinsame Finanzierung von Bildungsstrukturen untersagt. Ja, ich sage, der Bund soll sich auch weiterhin aus den pädagogischen Konzepten fernhalten, aber ja, dem Bund muss die Finanzierung einer wirklich umfassenden Modernisierung unseres Bildungswesens erlaubt sein. Er muss sich beteiligen können. Alles andere ist im 21. Jahrhundert angesichts der Globalisierung einfach nur absurd, meine Damen und Herren. Ja, wir Freie Demokraten, wir haben einen klaren Kurs, wir haben klare Überzeugungen und die müssen wieder eine Stimme im Deutschen Bundestag haben. Und deswegen wollen wir unsere parlamentarische Pause dort schnell beenden und spätestens im nächsten September wieder mit einer starken liberalen Fraktion dort einziehen. Der Weg dahin, der ist noch lang, der ist noch steil, der ist noch steinig. Wir erinnern uns alle, wir haben vor etwas mehr als 3 Jahren die wohl bitterste Niederlage in unserer Geschichte erlebt. Der Wähler hat uns hochkant aus dem Deutschen Bundestag geschmissen. Das war für viele von uns wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Aber wir Freie Demokraten wissen eben auch, es kommt darauf an, dass man wieder aufsteht, wenn man einmal hingefallen ist. Wir haben die Herausforderung angenommen, die mit so einer Niederlage verbunden ist. Die Partei hat ein neues Führungsteam um Christian Lindner beauftragt. Ich gehöre diesem Team an, inzwischen als stellvertretende Bundesvorsitzende. Im ersten Jahr nach der Bundestagswahl allerdings haben wir noch weitere Rückschläge erlebt.
Auch bei den Wahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen wurden wir geschwächt. Ja, und dann kam im Februar 2015 die Wahl in Hamburg. Wir haben es nicht nur geschafft, unser Ergebnis von 2011 zu verteidigen, wir haben sogar noch zugelegt. In einer Zeit, in der wohl kaum jemand einen Cent auf uns gewettet werden hatte, haben wir das beste Ergebnis seit über 40 Jahren erzielt. Und meine Damen und Herren, mit diesem Wahlerfolg in Hamburg haben wir die Trendwende für die FDP auch im Bund eingeleitet. Den wir hier in Hamburg mit großer Geschlossenheit, mit ganz, ganz großer Leidenschaft geführt haben, der hat auch der gesamten übrigen Partei die Hoffnung auf bessere Zeiten wiedergegeben. Mich hat man als Eisbrecherin bezeichnet, wir waren wieder zurück in der öffentlichen Wahrnehmung, die Umfragewerte sind gestiegen, sind seitdem auch nicht mehr unter 5% gerutscht. Und es folgten dann noch weitere erfolgreiche Wahlen in Bremen, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, zuletzt auch in Berlin. Wir können wirklich stolz auf das sein, was wir in Hamburg für die Partei erreicht haben, meine Damen und Herren. Und dennoch sind wir in einer kritischen Phase. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber egal, wo ich hinkomme, da höre ich, dass wir schon ganz sicher wieder im nächsten Deutschen Bundestag sitzen werden. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich glaube das auch. Ich glaube, dass wir wirklich große Chancen haben. Aber der Weg zurück in den Bundestag, der wird kein Automatismus sein. Wenn wir jetzt schon glauben, dass unser Comeback geschafft sei, wenn wir jetzt schon glauben, dass da die Plätze im Bundestag schon für uns reserviert sind, dann sind wir wirklich auf dem besten Weg, es wieder zu vermasseln. Wir müssen jetzt den Weg, den wir in den letzten 3 Jahren gegangen sind, der auch in die richtige Richtung geht, den müssen wir jetzt konsequent weitergehen. Wir dürfen unserem Engagement nicht nachlassen, keineswegs, ganz im Gegenteil. Wir müssen sogar noch ordentlich eine Schippe drauflegen. Zurück in den Bundestag geht es nicht im Schlafwagen, meine Damen und Herren. Bei der Bürgerschaftswahl 2015, da haben wir gekämpft, diszipliniert, engagiert, geschlossen. Mit einem hervorragenden Kandidatenteam, das perfekt zusammengearbeitet hat. Wo jeder Einzelne wusste, dass der Erfolg des einen auch der Erfolg des anderen ist. Und mit einer wahlkämpfenden Partei, die es geschafft hat, trotz anfänglich durchaus schwacher Umfragewerte fest an das Ziel des Wiedereinzugs zu glauben und mit diesem Ziel fest vor Augen Unmenschliches geleistet hat. Und meine Damen und Herren, dieses Kunststück, das müssen wir bei der Bundestagswahl wiederholen. Ja, mein Bezirksverband hat mich bereits im September einstimmig zur Wahlkreiskandidatin in Altona gewählt und heute bewerbe ich mich auch um die Spitzenkandidatur für die Landesliste zur Bundestagswahl, weil ich mit Ihnen dieses Kunststück wiederholen möchte, meine Damen und Herren. Mein Name ist Katja Suding, ich bin 40 Jahre alt, ich bin Mutter zweier Jungs, die sind inzwischen im Teenageralter. Ich habe langjährige Erfahrung gesammelt als selbstständige Unternehmerin. Die Partei kenne ich sehr, sehr gut durch mein Engagement auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es durch die Arbeit in meinem Kreisverband Blankenese, da bin ich im Vorstand, sei es als Landesvorsitzende oder auch als stellvertretende Bundesvorsitzende. Zweimal war ich die Spitzenkandidatin zur Bürgerschaftswahl. Seit fast 6 Jahren darf ich die FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft als Vorsitzende führen. Ich habe wirklich viel gelernt in den letzten Jahren, sowohl als Abgeordnete, aber auch als Wahlkämpferin. Ich weiß, wie man liberale Politik positiv in die Schlagzeilen bringt. Und mit diesen Erfahrungen möchte ich dafür sorgen, dass die FDP im nächsten Jahr wieder in den Deutschen Bundestag einzieht. Ich möchte, dass wir da wieder eine ganz starke liberale Fraktion sind. Ich möchte, dass wir Politik dort nicht nur aus der APO heraus machen, sondern auch auf der großen Bühne des Deutschen Bundestages.
Ich habe ein Ziel klar vor Augen. Ich möchte eine bessere Politik für unser Land, eine Politik mit mehr Freiheit für die Menschen in Deutschland. Und dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank.